Hier Software und Euro präsentiert uns heute Eurotrax Simulator Laufung. Eurotrax. Lalala. So, ich habe schon ein bisschen gespielt. Wer vielleicht mag. Ja, warum? Wer bist du überhaupt? Warum? Wieso? Weshalb? Mein Name ist Grinse Karl. Ich begrüße euch hier zum Euro Truck Simulator. Und wünsche euch bei diesem Projekt viel Vergnügen und hoffentlich keine Asynchronität. Da war das der Katze. Das bedeutet, das ist das Intro. So, nun melde ich mich hier auch schon wieder zurück. Ich hoffe, es geht vorerst noch mit den Lags. Also Euro Truck habe ich gerade auf einer relativ guten Grafik, aber das scheint mein Rechner nun nicht zu verkraften. Oder Bandicam oder beides. Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr asynchron. Wenn doch, dann tut es mir echt höllisch leid. Ich kann nichts dafür. Ich habe wirklich das Wochenende damit zugebracht. Ich habe wirklich geguckt und getan, was ich tun konnte. Habe mir Expertenmeinungen reingezogen, habe mich auf dem Internet schlau gemacht. Hab mir Bandicam nochmal voll durchgewurstet und ich habe einfach null Plan, was da jetzt das Problem sein könnte. Falls dieses Video asynchron ist, tut mir leid, ich kann nichts tun. So, was ist denn eigentlich der Euro Truck Simulator? Der Euro Truck Simulator ist ein LKW-Simulator, wo wir schlichtweg einen LKW fahren, dadurch Geld verdienen und uns einen neuen LKW kaufen können und uns eine Firma aufbauen. Durch die Firma erlangen wir dann noch mehr Geld. Und durch dieses noch mehr Geld erlangen wir dann noch mehr Geld. Und mit diesem Geld können wir uns dann neue LKWs kaufen. Und dann neue Arbeiter. Und dann die neuen Arbeiter bringen noch mehr Geld. Und dann können wir uns neue LKWs kaufen, die wir dann selber fahren. Wobei wir dann auch wieder Geld verdienen. Und dann, also ihr kapiert schon. Hoffentlich. So. Wie mache ich das jetzt hier? Ah, neues Profil. So, ich melde mich aber gleich noch einmal back to the roots. Warte kurz. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin, aber melde mich gleich nochmal wieder. Ich muss nämlich kurz was an dem Mod Manager rumfixen. Ich bin gleich wieder da. So, da melde ich mich jetzt aber auch schon wieder. Neues Profil. So, unsere eigene Firma. Okay. Die Musik fehlt mir gerade ein bisschen. Ja, Musik für den Eurotrax suche ich auch noch, aber jetzt ist es noch zu früh. Minecraft-Musik will ich hier nicht reinpacken, weil es passt noch nicht so rüber, wirklich. Ich guck mal, dass in mir richtig geile Brummimucke reinpacke. Okay, Name. Wie sollen wir es nennen? Wir nennen uns. Wir nennen uns. Passt das vielleicht? Wir nennen uns einfach Bob. Wir nennen uns Bob. Ah ne, ich weiß, wie wir uns nennen. Wir nennen uns. Moment mal. Ah! Bitte liest es einfach vor, so vor euch hin und dann kapiert ihr wahrscheinlich, was hier versteckt drin sein könnte. Ich lese es sogar extra nochmal vor. An die Wand. An die Wand mit dir! Okay, was sieht mir hier nämlich ähnlich? Nein. Wir müssen uns irgendeinen total tollen aussuchen, der mir sehr, sehr ähnlich sieht. Er sieht mir richtig, richtig ähnlich. So sehe ich aus. Lange Haare, verfilzte Haare, fett und Gamer. Sorry an den Typen, der das hier gemacht hat, war keine persönliche Meinung. Okay, wir haben jetzt hier mein Lieblings-LKW darf mir jetzt hier aussuchen. Wer ich schon gespielt habe, weiß ich schon, welcher das sein wird. Aber ich stelle euch natürlich alle vor, wir können uns ein DAF aussuchen. Ist gerade ein bisschen verschoben, warum auch immer. Iveco. Ein MAN, das ist gerade leicht doof, dass es so verschoben ist. Mercedes-Benz,
Aber nur hier oben, ne? Mercedes-Benz, Renault, Renault und Scania. Volvo, Volvo und ein Scania. Wir nehmen natürlich den Volvo Globetrotter, den habe ich auch in einem anderen Spiel. Und unser Firmenlogo. Was ist denn unser Firmenlogo? Heiße Reifen oder eine friedliche Welt mit einer EU-Flagge. Sehr gut. Ein Feuer, eine Aktienbörse, die nach oben schnellt. Das können wir sehr gut brauchen. Mehr Geld. Quasi Hoffnung auf Geld. Und von, nachdem wir schon Grinse R haben, würde ich sagen, wir nennen unsere Firma einfach Grinse Trans. Sprache ist Deutsch und wir erstellen hier etwas Neues. Okay, jetzt spinnt gerade die Musik. Musik, war mal ein bisschen leiser hier. Hallo. Was ist mit der Musik gerade los? Entschuldigung. Welche Stadt, in der du beginnen möchtest? Ey, sag mal, das geht doch längst mir echt mehr auf den Sempel hin. Graz? Also, ich will unbedingt in Österreich starten, weil Österreich ist neben Deutschland mein Lieblingsland natürlich. Also, Österreich finde ich wirklich Bombe. Also, Salzburg ist so, guck mal, das ist direkt auf der Grenze, so zu Österreich, von Österreich nach Deutschland. Deswegen würde ich sagen, wir starten in Salzburg. Ich komme nicht aus Österreich, wer das jetzt meint. Was da beschädigen, möchtest du das Tutorial durchgehen? Ich kenne es schon, aber extra für euch. Mache ich doch gerne nochmal das Tutorial. Das Tutorial. Willkommen im neuen Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines eigenen LKW. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre eigenen Pforten geöffnet. Leider fehlte das Kapital für ein LKW. Bis auf weiteres wirst du daher als Angestellte für eine andere Spedition, arbeiten müssen. Dein Auftrag ist es, eine Ladung, leere Paletten, danke, vor Transient sicher zu den Ladestellen nach Frankfurt zu bringen. Dein Arbeitsgeber wird dich mit einer Zugmaschine ausgestattet. Und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Okay, in meinem Lieblings-LKW. Welcher Zufall! So, ich guck mal ganz kurz hier in den Optionless. Dass ich mal hier die Musik mal ein bisschen leiser drehe. So, vor allem die Musik. Und dann gucke ich mir nochmal, wie es hier mit den Grafikeinstellungen aussieht. Na, also, Vollmenü, geht gerade leider nicht. Bandicam, danke. Hoch, Detailgrafiken, mama. Mittel. Zur Qualität hoch natürlich, ne? Tja, also Bennecker lässt mich einfach nicht so gute Aufnahmen machen, das tut mir leid. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht wie die Sau. Wie ein Elber. So, also wir haben die Drücke E, um den Motor zu stoppen. Ist ein bisschen leise, oder? Ich guck nochmal ganz kurz. Ja, wir gucken das mal. Also Gas, Bremse, also WASD-Steuerung. So, wir fahren mal ein bisschen. Und dann halten wir. Okay, hab ich. Dann Innenansicht ist die hier, ne? Also die kann ich auch gucken. Lalalala. Dann hier, dann noch hier die wundercoole Perspektive hier für unseren wunderschönen LKW hier. Wir stehen hier gerade in Salzburg. Wer das noch nicht mitgekriegt hat. Das hier ist so. Die von oben man sieht, da sitzt man auf dem Dach drauf. Stellen wir aber nicht aufs Dach! Hier können wir noch ein bisschen rausgucken. Ne, hier. Aha! Kein Spiegel. Nein, Spaß. Hier haben wir noch die Perspektive, Und hier ist die Action Cam. Warum zum Kuckuck haben wir zwei. Ich dachte gerade, wir hätten zwei, wie nennt sich das? Zwei Anhänger hinten dran. Okay. Es wird Zeit, dass du deine Hände. Um erst zu fahren, drücke F1. Okay, Rooted Wizard, das ist unser Navi. Das sagt mir quasi genau, wo wir lang müssen und. So, das erkläre ich euch aber alles noch. F5, ja, das weiß ich doch, komm. So, wir fahren jetzt einfach nur mal ganz kurz das Tutorial.
Also mit dem Lag geht's gerade noch komischerweise. Früher hat es noch geleckt wie so ein Eber. Halt, ich muss mal ganz kurz hier noch die Tasten umstellen. Das passt. Das Wichtigste ist jetzt im Moment. Blinker links war das. Und Blinker rechts war das. Oder was anderes drauf. Und warum fahren wir mit einem aus K? Kennt ihr eine österreichische Stadt mit K? Mit K. Doch, ich glaube, ich halte es doch andersrum. Oh. Wurst. Ja, also ich habe keinen Führerschein. Noch nicht. Und da bin ich auch relativ froh drum, ansonsten wird hier wahrscheinlich keiner überleben. Falls es jetzt irgendjemand anmachen sollte. Oh. Ja, was auch das, die kleine Macke hier am ETS 2 ist, ist, dass die Autofahrer jetzt nicht gerade die hellsten sind. Das werdet ihr aber noch früh genug machen. Und dann habe ich schon in meinem anderen Profil, ey, so ein paar Traditiones aufgebaut. Dankeschön, dass du mich durchlässt. Und einparken kann ich ganz, ganz wenig, aber extra für euch, damit ihr euch mal kaputt lachen könnt, wie wenig der Grinsekarl eigentlich einparken kann. Fahre ich jetzt euch extra... Nein! Ah! Ne, ich habe keinen Führerschein. Das sage ich. Werde ich wahrscheinlich sehr oft in diesem Let's Play sagen. So, jetzt gehen wir echt so mal in die Perspektive. So, jetzt beugt sich natürlich hier unser. LKW! Oh. So, hier ist übrigens unsere Schadensanzeige. Die werden wir noch sehr oft sehen. Glauben wir. Halt! Diese Richtung. Nein, andere Richtung, sorry! Halt! Sag mal, ich bin zu doof zum Einparken. Ich bin leider zu doof zum Einparken, das tut mir voll leid. Habt ihr wenigstens was zum Lachen? Und was noch weniger leiden kann, sind die Busse! So, da war gerade noch ein ganz kurzer Cut, weil. Oh, Updates und so, ne? Um up to date sein, so. Also ich dachte, das ist für nichts, ne? Moment mal, wir probieren mal Trick 17. Oder Trick 14 oder so. Geht es denn theoretisch? Also theoretisch, ja, ja. Ups. Nö. Hammerhalsung gemacht. Ausgezeichnet! Ein Kilometer sind wir gefahren. Wow! 362 haben wir gekriegt und ein EP. Ja, also Salzburg ist nicht gerade der beste Anfang, um da so total krass anzufangen. Dies ist eine Firmenzentrale. Es ist eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb wundern zu dir hier auch ein LKW sehen. Deshalb kannst du ja auch kein LKW sehen. Hast du erst einmal genügend Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück! Okay. Ja, bla. Ne? Wähle deinen nächsten Auftrag. Ja, und dann können wir hier einen schnellen Auftrag. Lass dich als Berufskraftfahrer anstellen. Kein großes Aufheben. Alles ist vorbereitet. Suche dir einen Auftrag aus und schwing dich hinter das Lenkrad. Das nehmen wir natürlich. Und zwar, wir haben jetzt gerade nur Salzburg entdeckt, aber ihr seht ja, wie riesig die Map ist. Übrigens, an alle, die Eurotruck nicht kennen, ich habe noch das Skandinavia-Add-on. Und das fügt dann quasi alles, was ihr hier seht, Dänemark, alles Dänemarkiges, alles Schwediges und alles Norwegiges hinzu. Sonst wäre das nördlichste Aberdeen. Beziehungsweise hier Kiel. Und ja, wir können nach Klagenfurt, nach Innsbruck, nach Graz, nach Innsbruck und nach Graz oder nach Linz, nach München, können wir fahren, nach München. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Gleisketten nach Klagenfurt. Oder wir fahren Traktoren.
Oh ja, Traktoren klingt gut. Wir nehmen die Traktoren. Ja, und ihr seht ja schon, wie toll dieses Spiel, also toll, das Ding ist so ein bisschen, das ist jetzt eine sehr offene Meinung, aber ihr seht ja, wie gut dieses Spiel einfach animiert ist. Also es ist alles sehr realistisch gehalten. Körper. Kuh, also. Dieses Spiel ist sehr, sehr realistisch gehalten, von dem her, also ich habe ja auch noch Geschwindigkeitsbegrenzung und alles mögliche. Ich bin jetzt hier nicht der allzu gute Fahrer, also bitte regt euch hier nicht auf. So, was soll denn dieses... Bitte bremst, bitte bremst, bitte bremst! Ah. Also immer wenn ich merke, dass es bremslich wird, dann bremse ich. Also bremse ich. Also mache ich dann immer die Augen zu. Dann bremse ich, weißt du. Nee, da fahre ich voll keinen drauf los. So, machen wir... Sorry, Weko, ich muss mal ganz kurz hier noch umstellen. Tastenbelegung, es war trotzdem doch falsch rum. Ich verwechsel die immer. Umschalten und feststellen. So, sorry, liebe Weko, ich muss mal ganz kurz hier lang. Renault, du fährst jetzt... Der hat aber geholfen. Ja, das kommt davon, ne? Wäre nicht lang gefahren. Trammerie. Okay. Wuhu, kein Prozent Schaden. So, also, was soll denn überhaupt dieser ETS 2? Der ETS 2 ist jetzt in Anführungsstrichen kein Let's Play. Es ist eher so eine, naja, wie soll ich sagen, eine eher Laber-Let's Play, sowas. Weil ich habe gerade im Moment auch so viel, was von Zunge zu reden. Und jetzt habe ich gerade einen Screenshot gemacht, toll. Also, bei Bandicam. Ich habe gerade nämlich sehr, sehr viel zu belabern hier. Und da möchte ich gleich wieder mit volle Kanne loslegen. Ja, Gameplay, nein. Ach, Audio, weißt du. Bin ich noch nicht schlau genug um... Audio. So. Soundeffekt, Lautstärke ist aber schon noch voll. Machen wir mal ein bisschen lauter. Ja, so sieht so gut aus. Okay. Also ich bin kein professioneller Fahrer und es ist einfach so ein bisschen Laber, Laber. Also falls ihr jetzt gerade beim Kochen seid oder beim Schnibbeln seid und ihr habt euch jetzt durch mich ablenken lassen. Oh, guck mal, habt ihr gerade da eben den wunderschönen Zug gesehen? Das war auch mal schön. Habt ihr euch gerade ablenken lassen und legt einfach das Notebook, das Handy oder geht vom Computer weg, whatever. Sondern und lasst jetzt einfach mal die Lautsprache durchdröhnen, falls ihr euch sowas anhören wollt. Weil in diesem Let's Play wird nicht sehr viel passieren. Also ich werde da hauptsächlich nur rumlabern und so mit euch über Themen diskutieren und kontrahieren. Sie am Post. Welcher Zufall. Ach guck mal, das war übrigens gerade die Map. Habe ich gerade aus Versehen aufgeschlagen. So, wir am Post. Brandneue Volvo LKW eingetragen. Sehr geehrte... sehr geehrte Damen und Herren. Als zertifizierter Händler von Volvo LKW bieten wir Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Graz. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, könnte sie hinter unseren Türen erwarten. Mit freundlichen Grüßen, ihr Volvo-Händler. Also, ich... Nur mein Stimme ist jetzt gerade für die Schkattung. Ja, also, das ist eher so eine kleine Laberstunde und so. Ui. Alter, guck mal. Sag mal jetzt bitte irgendjemand, dass der ETS scheiße wäre. Habt ihr das gerade gesehen? Das war optimal. So, Map! Nämlich hier können wir gucken, wie wir fahren. Also ihr seht hier alle Städte, die wir noch erkunden können. Wir waren jetzt noch nicht so weit. Wir waren jetzt noch nicht überall. Wir haben 0,11% erkundet. Wow! Also wir können bis nach Bergen hochfahren. Wir sind gerade sehr, sehr südlich. Und ja, also hier... quasi unsere Firmen, unser Firmenhauptsitz. Wir haben jetzt aber im Moment nur eine einzige kleine Firma. Ja, da können wir uns noch sehr viele Firmen kaufen. Und da kaufen wir uns dann noch LKWs dazu, wo dann die ganzen fetten
Das fetten aber dann halt unsere fleißigen. Wie nennt sich die Guys? Geiser Fauber! Unsere ganzen Arbeiter dann da in diesen LKWs rumsitzen, also die wir dann gekauft haben für die Ding, ne? Und die sitzen dann quasi da drin und scheffeln dann für uns Geld. Das ist dann natürlich sehr, sehr gut. Und mit dem Geld können wir uns dann neue LKWs leisten.